Hallo, liebe Astro-Rebellen. Wir haben Saturn, der Prüfer, der Richter, im Zeichen des Wassermannes bis März 2023. Und das kann eine Herausforderung sein. Wassermann ist das Zeichen der Innovation, der Risikonahme. Genauso wie ich das in den vorherigen Videos schon erwähnt habe. Und jetzt möchten wir wissen, welche Zeichen sind am stärksten von dieser Energie betroffen, welche herausfordernd sein kann mit dem Neuen, mit dem, was man jetzt schaffen möchte in seinem Leben. Etwas Neues, neue Umstände, bei denen man mehr Freiheit und Eigenständigkeit ausüben kann. Das ist Wassermann. Saturn ist Herausforderung und Arbeit. Ja? Pflicht, Verantwortung im Zeichen der Innovation, Risikonahme, etwas Neues, unbekanntes Territorium, in den man sich begibt. Und wir haben dieser Planet, also diesen Planeten, bis März 2023 in diesem Zeichen. Das heißt, wir haben genügend Zeit, bis diese Energie sich manifestiert, und sie wird sich auch manifestieren bei jedem Menschen, egal wie. Alle Energien manifestieren sich als Situation, Person, Verhältnis, Objekt und Subjekt. Aber sie manifestieren sich egal wie. Manchmal positiv, manchmal negativ. Das ist alles relativ. Deswegen muss man immer das individuelle Horoskop in Betracht sehen. Na gut, welche Sternzeichen sind am meisten getroffen oder am härtesten getroffen von diesem Transit Saturn in Wassermann? Im Grunde genommen, diese sind die fixen Zeichen. Das sind Wassermann, Stier, Löwe und Skorpion. Dazu muss ich sagen, dass Jungfrau auch betroffen ist, und darüber werde ich im Laufe des Videos auch sprechen. Aber zuerst konzentrieren wir uns auf diese vier Sternzeichen, die ich gerade genannt habe. Das sind die fixen Zeichen in der Astrologie. In der Astrologie haben wir Kreuze. Das sind Aufteilungen, und diese Aufteilungen beziehen sich auf die Natur der Häuser. Wir haben Kardinalhäuser, wir haben fixe Häuser und wir haben fallende oder veränderliche Häuser. Diese drei Art von Häuser haben wir, und das sind drei Kreuze. Pro Kreuz haben wir vier Zeichen. 3 mal 4 sind 12. Bei den Kardinalhäusern beginnt man mit einer neuen Handlung. Es handelt sich um eine steigende Handlung. Etwas wird begonnen. Eine Energie wird erzeugt. Dann in dem fixen Häuser entstehen die Dinge. Die Energie erreicht einen Höhepunkt, und dadurch entstehen oder materialisieren sich die Dinge. Und deswegen spricht man hier von einem fixen Haus. Materialisierung, Fixierung, Stabilisierung. Diese Wörter gehören zu den Mittelhäusern oder Zeichen, weil Häuser und Zeichen für mich sind das Gleiche, mehr oder weniger. Also je nachdem, wie man
ein Horoskop betrachtet. Aber Haus und Zeichen, die sind in Verbindung zueinander, natürlich. Ja? Und dann haben wir die fallende oder veränderliche Häuser. Das ist das dritte Kreuz, den wir haben. Und hier geht es um die Überprüfung von dem, was in dem zweiten Bereich, in den Mittelhäuser oder fixe Häuser entstanden ist, so dass man sich eventuell neu orientieren kann. Dann fragt man sich, naja, was können wir jetzt machen? Also bei den fallenden Häusern geht es um eine fallende Handlung, das heißt, alles ist geschehen in den Mittelhäusern, es hat sich etwas hat sich herausgestellt, manifestiert. Jetzt fragen wir uns, was können wir daraus machen? Und so beginnt dann einen neuen Zyklus. Dann kommt noch einmal kardinal, fix, veränderlich. Kardinal, fix, veränderlich. Genau, ist das, ja? Und ich möchte das einfach erklären, damit ihr mehr von dieser Energie Saturn im Wassermann erfährt. Wassermann ist ein fixes Zeichen. Und dementsprechend haben wir mit dem fixen Kreuz zu tun. Die fixen Zeichen sind Wassermann, Löwe, Stier und Skorpion. Man sagt, dass Leute, die die Sonne in diesem Zeichen haben, sind ein bisschen stur. Ja? Sie verändern ihre Meinung nicht so schnell. Wenn sie sich für etwas entschieden haben, wenn sie sich eine feste Meinung über etwas gebildet haben, dann bleiben sie am meisten dabei. Das wollte ich zwischendurch einfach nur so sagen. So, und wenn Saturn jetzt in diesem Zeichen im Wassermann kommt, in einem fixen Zeichen steht, das heißt, wenn man die Sonne in irgendeinem von diesen Zeichen hat, dann bildet Saturn von Wassermann aus eine Quadratur. Dann bildet Saturn einen Winkel von 90 Grad zu diesen anderen fixen Zeichen. Denn alle Zeichen, die in einem Kreuz sind, sei es Kardinalkreuz, fixe Kreuz oder veränderliches Kreuz, stehen im Quadrat zueinander im Verhältnis. Die sind immer in Spannung zueinander. Das heißt, wenn ein Planet im Wassermann ist und der andere Planet in Skorpion ist, dann ist hochwahrscheinlich so, dass diese Planeten im Quadrat zueinander stehen. Meistens. Natürlich muss man auch das Grad in denen die Planeten sich befinden, berücksichtigen. Aber allgemein gesehen sind diese Zeichen in Spannung zueinander. Okay? Und dementsprechend ist das höchstwahrscheinlich, dass wenn man Planeten in diesem anderen fixen Zeichen hat, dann hat man es schwieriger als andere. Saturn ist jetzt im Wassermann. Ja? Und was heißt das, wenn man Wassermann, Sonne im Wassermann hat oder Aszendent Wassermann hat? Ich habe das euch schon gesagt in anderen Videos, aber hier geht es um die neue Orientierung des eigenen Selbst. Man fragt sich, wer bin ich und was möchte ich werden jetzt? Es hat sich vieles verändert. Ja, man hat sich isoliert, man hat eine schwierige Zeit erlebt, als Saturn im 12. Haus bzw. in Steinbock war, seit 2017, jetzt ist Saturn im 1. Haus des eigenen Zeichen Wassermann. Und das 1. Haus betrifft dich selbst, lieber Astro-Rebell. Du selbst. Ja, da kommen Fragen der Identität. Wer bin ich? Wer bin ich im Verhältnis zu anderen, zur Gesellschaft? Diese Fragen tauchen auf, wenn Saturn im 1. Haus ist. Man sitzt sich auch zurück. Beziehungen werden ein bisschen schwierig. Und sogar können sie auch störend sein für die eigene Entwicklung, denn Wassermann
braucht seine Freiheit. Und das kann eine Herausforderung in Beziehungen sein. Dann Stier. Was passiert dann bei Stier? Wassermann ist das zehnte Haus oder das zehnte Zeichen von Stier aus gesehen. Und dementsprechend befasst man sich oder beschäftigt man sich mit Fragen der Berufung. Fragen in Verbindung mit dem Thema Beruf. Behörde. Die langfristigen Ziele, die man hat. Jetzt muss man Alternativen finden im beruflichen Bereich, wenn man berufstätig ist. Wenn man nicht berufstätig ist, dann hat man Schwierigkeiten mit Wohnsituation, mit Familie, weil vom 10. Haus aus aspektiert Saturn das 4. Haus. Ähnlich wie bei Skorpion. Aber im Grunde genommen für Stier, Sonne oder Stier Aszendent ist das Thema Berufung, langfristige Ziele, eine große Herausforderung. Egal in welcher Form. Und das Thema Finanzen, weil Stier haben wir im 10. Wassermann haben wir im 10. Haus. Das 10. Haus ist, betrifft auch indirekt ja, das Thema Finanzen. Wie kann ich meine Finanzen stabilisieren? Durch etwas Neues. Durch alternativen Sachen. Technik. Ne? Oder es kann sein, dass man unzufrieden ist mit seiner Arbeit und man möchte eine Veränderung haben. Das kann sein, wenn man Stier ist. Aber man muss immer, wie gesagt, das individuelle Horoskop in Betracht ziehen. Das sage ich immer bei meinen Videos. Das darf man nie vergessen. Dass das, was ich euch sage, eine allgemeine Aussage ist. Okay? So, dann gehen wir zu Löwe. Also Löwe ist auch betroffen. Löwe ist auch genauso wie Stier und Wassermann ein fixes Zeichen. Löwe hat es nicht einfach. Hier sprechen wir von einer Opposition, also Saturn, Opposition Löwe. Denn Löwe ist das gegenüberstehende Zeichen von Wassermann. Und die Selbstentfaltung kann eingeschränkt werden durch andere Menschen. Denn Saturn ist dann im 7. Haus bei Löwe. Und das betrifft alle Art von Partnerschaften, also nicht nur Privatpartnerschaften, sondern auch geschäftlicher Art, sind von diesem Transit hart getroffen, ja, von Saturn im 7. Haus. Und wenn man Single ist, sollte man keine neue Beziehung eingehen. Das darf man nicht. Ja, das kann ich niemandem empfehlen als Astrologe. Und wenn man in einer Beziehung schon lebt, als Löwe-Aszendent oder Sonne in Löwe, das kann auch sehr schwierig sein. Ne? Der eigene Partner kann auch eine besondere Herausforderung für das eigene Leben sein. Ja? Oder es kann sein, dass der Partner in Schwierigkeiten gerät und der Löwe muss sich um seinen Partner kümmern. Das ist eine andere Möglichkeit. Darüber hinaus das Thema Gerechtigkeit, rechtliche Angelegenheiten, allgemein Verträge und so weiter. Diese Themen sind mit Schwierigkeiten verbunden. Dann gehen wir zum letzten Zeichen, fixen Zeichen. Das ist Skorpion. Skorpion hat Schwierigkeiten wahrscheinlich mit seiner inneren Psychologie. Denn Saturn ist ein harter Planet, vor allem wenn er in einem Kardinalhaus steht. Und bei Skorpion geht es um die innere Empfindung, die innere Psychologie. Und da fühlt man sich ein bisschen traurig oder man ist ein bisschen negativ. Man wird auch ein bisschen zynisch, wenn Saturn im 4. Haus ist. Man sagt, naja, das ist immer so, das war immer so mit den Menschen, das ist nicht einfach mit der Familie, mit dem nahen stehenden Menschen in der unmittelbaren Umgebung. Das wird schwierig. Die Beziehungen zur Familie, zur Mutter, diese sind nicht einfach, wenn Saturn im 4. Haus steht. Und wohl bemerkt, Saturn ist in Wassermann. Und Wassermann betrifft Abbrüche, das heißt Abbrüche im Bereich der Familie,
man zieht sich auch zurück von bestimmten Menschen und man macht sich gerne unerreichbar, wenn Saturn im vierten Haus steht. Und das kann bei vielen Skorpionen, Aszendent oder Sonnenskorpion, vorkommen. Bis 2023, okay? Und zum Schluss haben wir Jungfrau. Warum sage ich, dass Jungfrau auch eine schwierige Zeit mit diesem Transit hat? Weil Wassermann ist das sechste Zeichen von Jungfrau aus gesehen. Und hier könnte man sagen, Wassermann ist das sechste Haus von Jungfrau. Was ist das sechste Haus? Probleme, allgemein gesehen. Auch das Thema Gesundheit. Auch das Thema Job oder Jobwechsel. Belastbarkeit im Alltag. Das kann auch eine Herausforderung sein. Oder diese Themen. Ja? Und wenn Saturn im sechsten Haus hat, man hat sehr viel zu organisieren. Man hat sehr viel Arbeit, Belastung. Und man sollte sich entlasten, indem man organisierter in seinem Alltag ist. Ordnung ist wichtig, Sauberkeit ist wichtig. Dass man seine Gewohnheiten ändert, wenn es notwendig ist, damit die Gesundheit nicht schlecht betroffen ist vom Saturn. Liebe Astro-Rebellen, und so bin ich fertig mit diesem Video. Natürlich sind auch andere Zeichen betroffen von diesem Transit, alle Zeichen. Aber die fixe Zeichen und Jungfrau, diese sind besonders herausgefordert, ja, besonders betroffen von Saturn im Wassermann. Wenn jemand genau wissen möchte, wie dieser Transit von Saturn bis 2023 auf der individuellen Basis sein wird, dann kann man bei mir gerne eine Beratung buchen. Ich bin immer euch dankbar, wenn ihr sich bei mir meldet, denn dann kann ich meine Aufgabe als Astrologe erfüllen. Ich kann euch ganz genau sagen, auf individueller Basis, wie könnt ihr diesen Herausforderungen am besten angehen? Was kann man am besten machen? Was sollte man meiden bis 2023? Vor allem, wenn man Löwe ist oder Wassermann, Skorpion, Stier oder Jungfrau. Ich kann euch genau sagen, wie kann man mit diesen Herausforderungen vorgehen, was sollte man meiden. Und natürlich, das individuelle Horoskop ist die Hauptsache. Das ist eine Einschätzung, die kommt ganz nah an euch ran, ja. Aber man kann eine individuelle Beratung nicht ersetzen. Man kann natürlich im Internet irgendwelche Sachen lesen, sich von einem Roboter etwas sagen lassen oder von einer Seite im Internet, ja. Aber letztendlich ein Astrologe, jemand, der Erfahrung hat, kann das am besten interpretieren, analysieren, sich die Sache von verschiedenen Winkeln anschauen und eine genaue Analyse und Aussagen äußern und liefern. Und dafür bin ich da, liebe Astro-Rebellen. An dieser Stelle wünsche ich euch viel Spaß mit diesem Transit bis 2023. Vielen Dank und bis zum nächsten Video.